Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Seitsche Hau und auch Salvete Spectatores. Wir sind wieder zurück mit Total War Three Kingdoms und mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Schello. Wie ihr hört, ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich wollte euch jetzt aber nicht ganz auf dem Trockenen sitzen lassen und habe noch ein Part Zhengzhang aufgenommen. Den habe ich vor einiger Zeit bereits ohne Audio aufgenommen und kommentiere das jetzt nach. Ich habe den vor ungefähr einer Woche aufgenommen. Damals ging es mir jetzt noch nicht ganz so prickelnd, da hatte ich also wirklich gar keine Stimme mehr. Mittlerweile ist es wieder besser, also ich kann so ein bisschen reden wieder und insofern finde ich, ist diese Nachkommentierung jetzt eigentlich ganz gut geeignet für mich. Ich muss mich aber noch schonen und werde also da auch nicht zu viel machen können momentan. Da bitte ich um Verständnis, aber das habe ich bei euch in der Regel, ja. Ich werde versuchen, auch noch die ein oder anderen historischen Hintergründe nachzureichen, wenn es in den Folgen mal ein bisschen längerwieriger wird. Ihr habt wahrscheinlich schon bemerkt, dass es jetzt hier zu diesem Let's Play ein neues Thumbnail gibt und dass es einen neuen Titel für dieses Let's Play gibt. Das hat was damit zu tun, dass wir uns jetzt so langsam aufs Late Game zubewegen. Und da bekommt dieses Spiel hier eine ganz andere Dynamik. Wir sind hier ausgestiegen mit einer doch nicht zu verkennenden Putt-Situation, die sich eingestellt hatte. Und was ihr hier seht, ist tatsächlich erstmal mein Versuch, das Ganze auf so einem diplomatischen Wege so mehr oder weniger zu überwinden, indem ich also versuche, weitere Fraktionen, die vielleicht mit dem Königreich Wu im Krieg sind oder hier eben mit Xuan Zhan, ne, der ja hier das zweite, nee, ich glaube flächenmäßig momentan das größte Reich hat und die zweitmeisten Vasallen, die meisten Vasallen hat momentan noch Yuan Shao. Ich versuche also hier erstmal so ein bisschen diplomatisch zu agieren und, achso, Yuan Shao gibt es ja nicht mehr, ne? Stimmt, das ist jetzt seine Tochter, glaube ich, die da auf dem, oder Enkelin oder so, die auf dem Thron nachgefolgt ist. Stehen sich diese beiden Machtblöcke gegenüber, es gibt so eine Paz-Situation, wir können eigentlich gar nicht großartig was machen. Wir müssen uns mit einem der großen Machtblöcke anlegen und meine Überlegung hier war einfach zu gucken, dass wir mit dem Königreich von Yuan Shao, dass wir dem treu bleiben, das ist unser Koalitionspartner und unser Verbündeter, dass wir nach Möglichkeit dessen Vasallen ausnutzen, da, weil einfach die Vasallen überproportional viele Armeen behalten in der Regel und dass wir also ihm die Treue halten und dann versuchen, das Königreich Wu anzugreifen. Das bereiten wir jetzt hier so in Ansätzen erstmal vor. Ich rekrutiere hier eine Armee, da kommt ein Stratege rein. Strategen sind halt eben total wichtig, um Städte zu erobern. Ich möchte gerne die letzte Stadt hier oben einnehmen, die noch den gelben Turbanen gehört, um mir hier nochmal so eine weitere Powerbase eben aufzubauen. Ihr seht, also wir haben jetzt hier auch so diese Pferdeweiden, wodurch wir neue Rösser bekommen können für unsere Kommandanten. Und was ich hier hauptsächlich mache, ist immer wieder mal so zwischen der Diplomatie und den Armeemenüs hin und her zu alterieren oder alternieren. Das hat auch was damit zu tun, dass man sich auf so einen Krieg gegen so ein riesiges Königreich nicht so wirklich gut vorbereiten kann. Wir könnten das machen, wenn wir die Zeit dazu hätten, die haben wir aber nicht mehr, denn was tatsächlich schon bereits im Hintergrund passiert ist, dass Xuan Zhan schon mit dem Königreich Song, also das ist das Königreich von Yuan Shao, dass er mit dem schon im Krieg ist und gerade beginnt, einen Vasallen nach dem anderen von ihm aufzufressen. Und das müssen wir jetzt halt verhindern. Und ich versuche also hier noch den Spagat, indem ich so zwei Sachen gleichzeitig mache. Ich kann mir hier noch eine Armee leisten, die stelle ich hier auf, will dann um hier die Rebellion der gelben Turbane platt machen und mit dieser Armee dann danach Richtung Süden ziehen. Denn wenn wir Glück haben, dann können wir gegen Xuan Zhan alleine kämpfen, ohne dass seine Vasallen alle mitmachen. Und zwar, wenn er uns den Krieg erklärt. Das ist etwas, das ich gleich versuchen werde, hier zu provozieren. Wir machen also gleich einen kurzen Cut und springen nochmal ein bisschen. Diese Armeezusammenstellung hier, die ist jetzt nicht so spektakulär, ne? Das ist ganz normal, 4 Bogenschützen und 2 Katapulte. Das ist so meine Standardaufstellung in dieser Kampagne. Habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, also zumindest mit der Zhengzhang in der Armee. Also Stratege muss übrigens immer irgendwie sein, ne? Und dann halt hier natürlich noch die Schildwachen, die ziemlich gut sind, weil sie die Testudo beherrschen und gegnerisches Pfeilfeuer anlocken können, ne? Okay, also ich versuche jetzt gleich hier einen Krieg zu provozieren.
Ja, wir springen hier rein in die Aufstellung einer weiteren Armee, die ich mir hier geleistet habe. Ihr seht, das hat einen Haufen Geld gekostet. Das ist aber in einer kritischen Position, von wo aus wir gegen das Königreich Wu kämpfen können. Und ihr habt außerdem gesehen, dass ich Swanze schon in der Nähe der Kaiserstadt in Position gebracht habe, wo er auf dem Schiffchen wartet, einfach nur, um dort an Land gehen zu können. Ne? Ich habe hier jetzt also versucht, mich so gut vorzubereiten, wie es geht. Ich versuche immer noch, Han Shin irgendwie noch mit in Bündnis zu kriegen. Das geht leider nicht, der möchte nicht. Obwohl interessanterweise das Königreich Song das sogar noch befürwortet, der hat auch eine Rebellion hier. Ich muss auf jeden Fall verhindern, dass der aufgefressen wird, denn das ist mein Tributstaat, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt schon. Ich meine, ich habe ihn schon tributisiert. Und da er aber zugleich noch mit dem Königreich Wu im Krieg ist, ist das so ein bisschen eine giftige Situation, denn wenn Wu hier meinen, oder Swanjan, ne, wenn der hier meinen Tributstaat auffrisst, dann fehlt mir einfach ein ganz schön großer Haufen Geld und das muss ich auf jeden Fall verhindern, denn sonst komme ich nicht mehr so leicht an Tributstaaten ran. Ne? Alle anderen Staaten, die es hier gibt, sind nämlich Vasallen von großen Klopsen her. Und das heißt also, das ist eine ganz große Schwäche in dieser Kampagne. Man kann ansonsten wirklich nur noch diese riesigen Overlords versuchen zu Tributstaaten zu machen. Und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, wie viele Städte von Swanjan ich irgendwie einnehmen müsste, um hier tatsächlich so einen großen Vasallenstaat irgendwie in die Knie zu zwingen und zu einem Tributstaat zu machen. Ne? Also das werden mehr als 10 Städte sein, die man da erobern muss. Einfach nur, um die strategische Situation komplett zu kippen. Und da ist ja noch nicht mit drin, dass man auch noch zahlreiche Armeen irgendwie kippen und besiegen muss. So, ihr seht noch hier, dritte Armee wird jetzt hier aufgestellt. Da gehe ich jetzt auch echt ans Maximum. Ich brauche hier ein bisschen was an Defensivkräften. Und Königreich Song, also die Enkelin oder Tochter von Yuan Shao, die möchte hier gerne, dass ich dem Krieg gegen Cao Cao beitrete. Das mache ich aber nicht, denn mit Cao Cao habe ich noch ein Bündnis. Ich hoffe nach wie vor, wie ihr wünscht, weil ich die Unabhängigkeit aller Vasallen von Swanjan oder so unterstütze, dass er, wenn er mir jetzt den Krieg erklärt, die Vasallen nicht mit reinjoinen. Und ich glaube, das wird auch klappen. Wir machen einen Bündniskrieg draus an der Situation. Er hat mir jetzt den Krieg erklärt. Das ist tatsächlich die einzige diplomatische Situation, in der die Vasallen nicht automatisch in den Krieg reinjoinen. Er hat mir den Krieg erklärt. Er muss jetzt seine Vasallen mit reinrufen. Und weil ich bei jedem Vasall, das kostet mich übrigens einen Haufen Nahrung und einen Haufen Geld, weil ich bei jedem der Vasallen die Unabhängigkeit unterstütze, joinen die tatsächlich erstmal nicht in diesen Krieg rein. Das werden die später machen, weil irgendwann ist der KI die diplomatische Konstellation vollkommen egal und sie wird einfach ignorieren, was da sonst so passiert und was so an Abkommen besteht. Das ist also eine Situation, auf die wir uns noch einstellen müssen, aber wir können jetzt erstmal versuchen, hier vorzusorgen. Und Swanze, der wird sich jetzt hier in Position bringen, um die Kaiserhauptstadt anzugreifen, denn ich möchte jetzt meine Infamie hochpushen. Ich habe nur noch einen, ich habe hier nur noch einen Koalitionspartner, mit dem ich hier tatsächlich positiv Diplomatie betreiben kann. Und seine Untertanen hassen mich bereits auch schon. Also solange der mich mag, ist alles gut. Ja, solange das Königreich Song zu mir hält, da brauche ich mir keine Sorgen zu machen, dann passt das noch alles. Ja, nächste Armee wird aufgestellt. Wir machen nochmal einen kurzen Cut an der Stelle. Es fehlen nur wenige Sekunden. Ne? Ihr seht, wie ich diese Armee hier zusammenbaue. Dazu muss man sagen, standardmäßig packe ich jetzt immer Strategen in diese Armeen mit rein. Das sind die wichtigsten Helden überhaupt, denn ab einem Strategenstufe 4 beherrschen meine Kommandanten neue Manöver. Warum das nicht angezeigt wird im Tooltip, sei jetzt mal dahingestellt. Aber immer einen Stratege mit 2 Katapulten und 2 Fernkämpfern. Das ist wichtig für meine Belagerungsschlachten, die ich führen werde. Und wir werden einen Haufen Belagerungsschlachten machen. Ich werde die auch nicht alle zeigen, ne? Also weil die laufen auch häufig nach einem ähnlichen Schema ab. Das habt ihr teilweise schon auf meinem Kanal gesehen, wie man die Kaiserhauptstadt einnehmen kann. Da zeige ich ja so ein bisschen was, ne? Aber dann in der Regel, also hier, genau, das Kaiserreich Song ist jetzt nicht länger Kaiser. Es ist das Kaiserreich Wu.
Und zwar der Stratege auf jeden Fall, dann ein Infanterist, also entweder einen Wächter oder einen Streiter, und dann ein Kavallerist, also entweder einen Vorreiter oder einen Kommandant. Ja, ihr seht jetzt hier, Swansea bewegt sich auf die Hauptstadt zu, der verliert einen Haufen Vorräte, das ist aber okay in der Situation, das geht eigentlich noch. Ich behalte meine Armeen hier in Position. Und was ich jetzt nicht merke, das passiert gerade in der oberen linken Bildschirmecke, ist, dass durch diese Kriegserklärung auf einmal meine ganzen Handelsabkommen weg sind und ich keine Kohle mehr mache. Also ich mache momentan saftige Miese. Warum das ist? Ich glaube, es liegt tatsächlich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, es liegt tatsächlich an diesen Handelseinkommen, die aus irgendeinem Grund ausgesetzt sind. Und ja, ich habe das nicht auf dem Schirm. Ne? Ich greife jetzt hier die gelben Turbane an. Bewegt mich jetzt hier hin. Ich werde gleich Einheitenverschleiß bekommen, weil Einheiten bei mir desertieren werden. Das ist unfassbar ärgerlich, aber es wird nochmal alles gut gehen, keine Sorge. Aber hier seht ihr jetzt schon, ne? Ich klicke auf Runde beenden und jetzt achtet mal drauf, was gleich passiert. Wenn die Runde nämlich weiterläuft. Also Wu greift mich noch gar nicht großartig an. Der ist noch mit dem, Kaiserreich Song beschäftigt, oder der Königreich Song ist es ja jetzt nur noch, ist ja degradiert worden, ne? Der Swanjan, der hält bereits zwei Städte, ne? Jetzt kommt hier Bankrott. Und jetzt seht ihr, auf einmal mache ich wieder Kohle. Es war für mich nicht ersichtlich, warum mein Geld auf einmal weg war. Also, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Denn jetzt ist Geld wieder da. Irgendwie muss sich was im Diplomatiebereich geändert haben. Das Gute ist, es sind nur wenig Truppen hier verloren gegangen. Ne? Das ist übrigens eine Belagerung, die ich nachher machen werde. Ich werde jetzt erstmal hier nur aushungern. Das ist jetzt auch wirklich gar keine spektakuläre Schlacht. Wichtig ist eigentlich das halt, was Swanjan macht. Der wird nämlich jetzt gleich hingehen und die Kaiserhauptstadt belagern. Und wenn er die angreift, dann sind wir auch wieder am Start. Ja, vielleicht zeige ich doch vorher nochmal ganz kurz hier meinen Technologiebaum. Da könnt ihr ihn sehen. Ich gehe momentan auf Richtung öffentliche Ordnung und versuche jetzt Einkommen, neue Einkommensmöglichkeiten zu erschließen oder das Einkommen zu steigern. Was ich dabei nicht so ganz auf dem Schirm hatte, oder ich hatte es eigentlich schon auf dem Schirm, aber ich habe das ein bisschen unterschätzt, ist die zunehmende Korruption, wenn ich gleich die Provinzen von Wu erobere. Die nimmt nämlich im Midgame exorbitant zu. Es ist unfassbar, wie stark die zunimmt. Und das führt tatsächlich dazu, dass ich sehr, 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 sehr wenig Geld machen werde. Und ich versuche, also, und da kann man hingehen und kann 25% mehr Einkommen durch Industrie oder sowas erforschen. Das bringt tatsächlich sehr, 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 sehr wenig, habe ich festgestellt. Also, auch wenn es fraktionsweit wohl gilt, das bringt einem gerade mal irgendwie so 200, 300 irgendwie pro Runde. Und das fand ich ein bisschen, merkwürdig, ne? Wenn ich teilweise Städte habe, wie zum Beispiel Taiyuan oder sowas, das sind ja Städte, die machen 1500 alleine durch die Industrie und 25% davon müsste ja eigentlich insgesamt ein bisschen mehr sein als nur irgendwie so 50 oder sowas. Aber tatsächlich muss in diese Kalkulation auch die Korruption nachträglich mit einfließen, sodass ich vermute, dass man effektiv, wenn man 30% Korruption hat, von den 25% Einkommenssteigerung durch Industrie, also ist ja auch irgendwo ein bisschen logisch, ne? So je nachdem, wie dieses Korruptionssystem funktioniert, ne? Dass man von den 25% bei 30% Korruption dann auch nur 30% von den 25% bekommt. Ne? Das führt also insgesamt dazu, dass man wesentlich weniger bekommt, als man eigentlich bekommen sollte. So, und jetzt sehen wir eine Schlacht, die ich aber jetzt hier nur in wenigen Ausschnitten zeigen werde. Weil, nicht Leidenschaft und Eifer. Ja, weil diese Schlacht wird ewig dauern. Ich sag's euch, ihr kennt das aber ja auch wahrscheinlich schon aus meinem Video. Denkt nach. Ja, meine erste Amtshandlung besteht erstmal darin, meine komplette Armee irgendwo da hinten hinter dem Hügel zu verstecken. Das ist deswegen wichtig, weil die Kaiserhauptstädte vier Katapulte auf den Mauern haben. Und diese Katapulte werden auf uns schießen. Und ihr seht das auch hier, dass sie schon anfangen zu ballern. Und ich mache ein ganz standardisiertes Lamer-Manöver. Ich reite nämlich mit meiner Kavallerie so vor diesen Katapulten her und lasse sie erstmal ihre komplette Munition auf mich verballern. Und ja, das werdet ihr auch gleich sehen hier,
wo er dann hinschießt, ne? Man muss so ein bisschen, ich bin da noch ein bisschen unvorsichtig. Das hat auch was damit zu tun, dass ich mir hin und wieder mal so einen Schluck Kaffee nachgeschenkt habe oder so und dann nur noch so mit einem Auge auf dem Bildschirm gelunzt habe. Ja, also das ist jetzt relativ unspektakulär. So geht das erstmal weiter. Ein ganz netter Effekt bei der Sache ist, wenn die Katapulte ihre Munition verschossen haben, dass diese Einheiten flüchten. Ich meine, die zählen dabei tatsächlich als Gefechtverluste und beeinträchtigen dadurch die Moral der verteidigenden Streitkräfte. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Jetzt kommt der nächste Move. Jetzt, nachdem die Katapulte weg sind, haben wir mit unserem Bogenschützen die Möglichkeit, diese Türme anzuzünden. Das geht insofern ganz brauchbar, weil diese Verteidiger der Erde, die er hat, die zwar den brachialsten Schaden machen, aber diese Verteidiger der Erde haben dafür eine relativ kurze Reichweite. Und ich glaube, warum nehme ich denn eigentlich da alle vier Bogenschütze? Ist eigentlich dämlich, ne? Sollte man eigentlich nicht machen. Eigentlich nimmt man besser nur einen erstmal nach vorne. Der wird dann insgesamt, wenn man die Türme alle abgeburnt hat, dann wird er auf 60 runtergeballert sein. Und dann reicht das aber immer noch, um die Türme innerhalb der Stadt irgendwie platt zu machen. So erhöht man eigentlich nur die Verluste, die man hat. Aber okay, gut. Ah, nee, ich weiß warum. Weil es geregnet hat. Deswegen habe ich die alle mitgenommen. Weil tatsächlich, ne? Weil natürlich musste es regnen. Ne? Natürlich musste es regnen in der Situation. Trotzdem schießen die Katapulte alle mit Brandgeschossen irgendwie aus irgendwelchen komischen Gründen. Naja, egal. Und deswegen konnte ich halt hier, oder musste ich hier damit rechnen, dass ich mehr Schüsse brauchen werde, um diese Türme in Brand zu stecken. Naja, ne? Und den Rest kennt ihr ja. Bogenschützen, antreten! Ja, nachdem dann die Türme abgefackelt sind vorne, kommt die Kavallerie zum Einsatz. Und die Kavallerie wird jetzt den Verteidigern der Erde die Munition ziehen. Ich bin da noch ziemlich ungeschickt bei, weil ich die noch nicht... Ich hatte noch nicht so die Spielerfahrung zu dem Zeitpunkt. Ich konnte das noch nicht so richtig abschätzen. Ihr seht hier, wenn ihr schießt, ne, dann sind einmal mal so flat 8 Einheiten tot, obwohl die in lockerer Formation stehen. Und vor allen Dingen, was auch ein bisschen, also das ist jetzt kein wirklicher Bug, aber man sollte das auf dem Schirm haben, die Verteidiger der Erde am Tor, die stehen ein klitzekleines bisschen weiter vorne als die anderen und die schießen hier den Hang hinunter, denn meine Einheiten befinden sich ein bisschen tiefer als seine. Und dadurch, dass sie etwas tiefer sind, hat er eine wesentlich höhere Range, als ich hier ursprünglich eingeschätzt habe. Ich habe mich da einfach komplett verschätzt. Deswegen macht er mir auch erstmal ziemlich viel Kaff platt. Naja gut, aber der Rest ist dann relativ klar. Ne? Ihr seht das hier so, ich reite mal so ein bisschen ran und reite dann mal wieder zurück. Lass ihn dann schießen. Das geht tatsächlich hier ganz gut, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt. Was ihr allerdings auf dem Schirm haben solltet, und deswegen funktioniert diese Taktik hier nicht ganz so gut, ist, dass die KI-Pfeile, die der hier schießt, die werden im Flug, ändern die die Richtung. Und zwar ändern sie die Richtung, also das müssen wir jetzt einfach glauben. Ich habe das so oft getestet und es ist wirklich so. Ich habe auch schon ein GIF davon an CA geschickt. Leider haben sie es nicht gepublished, aber egal. Wenn die KI mit solchen Pfeilen, mit diesem Artilleriefeuer auf euch schießt, dann werden die Pfeile im Flug nachjustiert und zwar werden sie in die Richtung fliegen, nicht in die Richtung, in die sich eure Einheit bewegt aktuell, sondern in die Richtung, in die ihr klickt. Das heißt also, wenn ihr hier jetzt nach vorne klickt, dann schießt die Einheit zwar zuerst dahin, wo sich die Einheit befindet, sobald ihr in Range seid, aber, und das seht ihr hier ganz gut, wenn ihr nach hinten klickt, dann fliegen diese Geschosse, hier sind die so weit geflogen, ich habe keine Ahnung, wie das gehen konnte, dann fliegen die Geschosse dahin, wo ihr hinklickt. Und ihr seht auch, dass die Geschosse immer weiter fliegen als die ursprünglichen Geschosse, die abgefeuert wurden. Achtet mal drauf, das seht ihr jetzt nochmal, wenn er gleich nochmal schießt. Ne, ihr seht, habt ihr gesehen, die beiden letzten Geschosse sind deutlich weiter geflogen. Gut, hier jetzt, ne, muss man sagen, das war, glaube ich, jetzt ganz regulär, aber man hat das zwischendrin noch mal gesehen. Man sieht das deutlicher, wenn man in die Vogelperspektive geht. Später mache ich das auch bei einem anderen, ich glaube, bei einer anderen Eroberung der Kaiserstadt mache ich das. Wenn man in die Vogelperspektive geht und von oben drauf guckt und wenn man dann mal vergleicht, wie die Pfeile fliegen, wenn man so vor denen herreitet und dann sich im Kreis bewegt, dann wird man auch sehen, dass die Pfeile von links nach rechts fliegen und so weiter, je nachdem, in welche Richtung man die Einheiten gerade manövriert. Das ist total krass eigentlich.
Es ist aber insofern okay, weil man kann das, und das mache ich hier leider noch nicht, aber was heißt da leider? Es ist eigentlich ein bisschen. Der hier, schaut mal, wie weit er geschossen hat. Das kann ja echt nicht sein, oder? Also ich meine, der war so weit weg. Egal. Man kann das natürlich zu seinem Vorteil ausnutzen, wenn man nämlich die Einheit loskommandiert in die Reichweite und dann einfach nur noch im Kreis reitet. Also man klickt einfach nur noch im Kreis, so mit einem Zentimeter, zwei Zentimeter Abstand vom Mauscursor zu der Kavallerieeinheit. Kommandiert man die einfach nur noch im Kreis und dann, dann kann man das zu seinem Vorteil nutzen und die werden nicht viele Einheiten treffen, wenn man da ein bisschen geschickt ist. Je mehr man sich Zeit lässt, desto weniger Verluste wird man haben. Ich mache das jetzt hier auf 1,5-facher, 2-facher Geschwindigkeit und später mache ich es auf 3-facher teilweise auch, weil es dauert ewig. Diese Belagerung dauert, glaube ich, 70 Minuten oder irgendwie sowas. Also würde sie in Realtime dauern. Das hier ist jetzt natürlich eine kondensierte Variante. Hier habe ich mir nochmal die Einheiten angeguckt, was diese Verteidiger der Erde können. Das sind tatsächlich keine regulären Fernkampfeinheiten. Das Icon ist widersprüchlich. Es sind Artillerieeinheiten. Also das ist eine Fußartillerie, weil die Splash-Damage macht und ja, weil die Einheit einfach viel zu krass ist. Ja, dann jetzt tausche ich, glaube ich, ich mache die jetzt auf enge Formation, weil ich glaube, dass sie dann weniger Angriffsfläche bieten. Ja, es bringt alles relativ wenig. So, und jetzt hier fange ich ausnahmsweise mal dann an, so ein bisschen auch im Kreis zu reiten. Und das ist tatsächlich, was den meisten Erfolg verspricht. Wenn man so im Kreis die Einheit manövriert, dann, ihr seht, ne, die Reichweite der Einheit wird immer größer, auch wenn ich weiter wegklicke und so. Egal. Naja, ihr werdet jetzt gleich noch ein paar Mal sehen. Ihr könnt sehen, wie unterschiedlich weit die Einheiten hier schießen. Das muss übrigens kein Bug oder Cheat oder was weiß ich der KI sein. Das kann man ja auch zu seinem eigenen Vorteil ausnutzen. Das sollte man einfach nur auf dem Schirm haben. Ne? Das wollte ich hier an der Stelle mal sagen. Ja, nachdem die KI dann ihre komplette Munition verballert hat, habe ich meine Einheiten in Stellung gebracht, um die Gebäude zu beschießen und mit den Katapulten hier Brände in der Stadt auszulösen, denn ich will natürlich hier auf jeden Fall auf die Moral gehen. Tatsächlich, meiner Meinung nach, keine optimale Lösung. Was man idealiter machen sollte, wäre mit den Katapulten vielleicht eine Bresche in die Mauer schießen, damit man notfalls noch da durchpushen kann und gegebenenfalls diese Katapulte links und rechts an den Eckpunkten der Mauer positionieren, damit man Breitseiten hier in diese Einheiten, ihr seht da auch diese Verteidiger des Himmels, ne, die da schön im Pulk stehen, damit man da wirklich so richtig reinballern kann. Ich habe halt versucht, hier die Häuser in Brand zu setzen, um halt den Schaden an der Siedlung zu erhöhen. Hier schieße ich übrigens mit den Äxten auf die Türme. Aus irgendeinem Grund habe ich hier vergessen, die Brandpfeile anzumachen und er schießt dann da auf die Verteidiger des Himmels. Kann man auch mal bei der Gelegenheit so ein bisschen gucken, wie viel Damage man da macht. Aus irgendeinem Grund schießt er immer noch da drauf. Das war echt dämlich von mir. Aber gut, da macht man auch einfach relativ wenig Schaden. Die haben aus irgendeinem Grund einen Schildblock, obwohl sie kein Schild dabei haben, aber okay. Jetzt werden erstmal die ganzen Türme abgefackelt, dann schieße ich die ganzen Einheiten runter und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ihr seht also hier, wie ich das mache. Ich positioniere mich so, dass die Einheiten mir den Rücken zeigen. Und dann positioniere ich eben immer meine Fernkampfeinheiten entsprechend, dass ich den Einheiten in den Rücken schießen kann, weil diese Verteidiger des Himmels oder Hüter des Himmels, die sind wirklich tatsächlich sehr stark gepanzert, haben halt eine Schildabwehr, obwohl sie kein Schild dabei haben natürlich, ne? Aber man muss gucken, wo man hier sein Missile Damage gegen die machen kann, weil die Pfeile machen tatsächlich halt auch nicht so viel Damage, wenn ihr mehr Damage gegen die anrichten wollt, dann nehmt ihr Armbrustschützen. Wobei ich tatsächlich finde, meine Bogenschützen haben so unfassbar viel Munition. Ich setze die ja auch ein, eigentlich eher um die leicht gepanzerten Einheiten auszuschalten. Für die stark gepanzerten Einheiten nehme ich typischerweise dann die Artillerie. Und ihr seht halt hier schon im linken Bildschirmrand, dass die so ein bisschen hier vom Tor blobben. Ja, und das ist tatsächlich eine sehr effektive Möglichkeit, um die Einheiten dann wegzuballern. Also auch wenn man dann keine Munition mehr mit den Bogenschützen hat.
Hier mache ich jetzt übrigens was, was total dumm ist. Also tatsächlich ist es wirklich einfach nur dumm. Ich greife mit der Kavallerie hier das Tor an. Ich habe gedacht, ich kann ihn vielleicht so ein bisschen aus der Reserve locken, weil er dann natürlich nur mit allen Einheiten irgendwie oben steht. Dabei vergesse ich aber einen Punkt, nämlich es gibt einen Glitch, wenn eine Einheit der KI rausläuft, dann können die Kavalleristen in die Stadt reinreiten, aber sie können nicht mehr rauskommen. Auch dann nicht, wenn das Tor offen ist, weil aus irgendeinem Grund in der Berechnung des Spiels das Tor als geschlossen gewertet wird, weil wir das Tor nicht halten. Und passt bitte bloß auf, dass euch das nicht passiert mit dem General oder so, das ist dann echt tödlich. Mir ist das hier mit der Kavallerie passiert, war aber nicht ganz so schlimm, weil die Kavallerie bringt einem bei dieser Belagerung hier eh nicht so viel. Hier dann übrigens eigentlich eine ganz klassische Situation. Ich bin hingegangen und habe mit meinen verborgenen Äxten oder versteckten Äxten einfach mal die Mauern gestürmt, weil die im Nahkampf tatsächlich trotzdem, obwohl diese Verteidiger der Erde, obwohl die so krass sind, müssten die Äxte die eigentlich noch ganz gut ownen, weil die halt einen brutalen Nahkampfwert haben und im Nahkampf sind die Äxte eigentlich ziemlich super. Sie haben ja kein Schild, sie haben ja dafür eine zweite Waffe, mit der sie ordentlich zuhauen können. Ich habe mir davon versprochen, hier die Einheiten auf der Mauer aufzureiben und vielleicht die KI nochmal so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Die hat halt schön da drin gecampt und ich hatte noch ein bisschen Artilleriemunition, aber die wollte ich mir für Notfall noch aufheben. Und deswegen bin ich da jetzt mal so ein bisschen auf die Mauern geklettert. Na komm. Jetzt drüber! Genau, so ist es. Und jetzt habe ich mal geguckt, was da passiert. Da passierte aber erstmal relativ wenig, außer dass er weiter weggelaufen ist. Man darf also, man muss echt aufpassen bei diesen Verteidigern der Erde, weil die halt auch noch so einen brutalen Charge-Bonus haben. Also auf den Mauern kämpfen wir gegen die echt noch so mit am besten eigentlich. Aber alles ist da super gefährlich auf jeden Fall. Ja, komm, machen wir weiter hier. Ja, hier seht ihr, ich bin jetzt mit einer Einheit Säbelinfanterie reingelaufen und habe gedacht, komm, ey, ich hole mir jetzt da hinten diese Barriere und guck mal, ob die KI dann versucht, mich anzugreifen. Dann kann ich nach hinten auch noch ganz gut verteidigen. Und ich habe gedacht, komm, jetzt stürmen wir die Stadt ganz klassisch. Tatsächlich ist es noch nicht so diese Lamer-Taktik, wo ich einfach nur alle Einheiten der KI so wegballere. Die ist zwar effektiv, die ist natürlich aber nicht schön. Und hier habe ich tatsächlich noch eine ganz klassische Stadteroberung gemacht, wo ich auch mit den Einheiten dann reingerannt bin. Das Tor war übrigens schon offen zu dem Zeitpunkt, also ich hätte auch durchgekonnt, aber ich wollte meine Einheiten so peu à peu über die Mauer reinnehmen. Ja, und jetzt können wir zum Beispiel hier auch mal mit den Einheiten reinrücken, deswegen mache ich die Geschwindigkeit wieder auf normal. Und jetzt geht's los. Und ich habe ja hier eine ganz gute Defensivaufstellung. Ich meine, mit dem Schildwall sind auch diese Säbelinfanteristen tatsächlich ganz brauchbare Kämpfer. Es kam dann aber leider gar nicht so weit, wie ich das gerne gehabt hätte, sodass es hier wirklich so ein Gefecht gab. Sondern ein Großteil der KI-Einheiten hat sich Richtung Piazza zurückgezogen. Das war ein bisschen schade. Ich habe dann hier meine Sonderfertigkeit eingesetzt, um denen die Nahkampfausweichmöglichkeiten zu nehmen. Und hier struggle ich so ein bisschen damit, meine Einheiten richtige Angriffsbefehle zu geben. Die Mauskontrolle bei dem Spiel ist ganz, 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 ganz fummelig und schrecklich. Aber gut. Also man kann damit leben, ne? Wenn man halt ständig die Kamera schwenkt. Das ist ein bisschen doof. Und ihr seht, wie er hier in Verteidigungsposition geht, aber wir haben es auch fast schon geschafft. Naja, was heißt fast? Also, wir müssen noch ein paar Einheiten ausschalten und ich finde es dann immer wichtig. Legendär bedeutet ja auch immer, dass man hier so eine... Legendär bedeutet immer, dass man eine sehr geduldvolle Spielweise hat, wo man langsam vorgeht und deswegen habe ich immer gewartet, bis der Cooldown wieder da war von meinen Sonderfertigkeiten und habe hier nichts gerusht und habe nicht übertrieben. Was für meine Verhältnisse eigentlich eher untypisch ist. Ja, hier hat sich die KI dann doch dazu entschlossen, mich anzugreifen. Womit ich jetzt nicht so ursprünglich gerechnet hatte, weil die tatsächlich sehr defensiv dastand. Aber eine Einheit ist irgendwie so ein bisschen mit meiner aneinander geraten und dann ist sofort alles reingerannt von denen, was sie da hatten. Ihr seht übrigens hier auch, dass
ich schon ein paar Schwertkämpfer in seinem Rücken habe. Die sind ganz wichtig, weil wir hier die Moral brechen wollen. Ich will Swanze nicht zu stark hier beanspruchen. Der verursacht aber auch schon Schrecken. Das heißt, die Gegner bekommen einen minus 6 Punkte Moral-Debuff, was echt ein unfassbar wichtiger Skill ist bei diesen Belagerungsschlachten. Weil man die häufig leichter über die Moral gewinnt, wie man hier eben ganz gut sehen kann, als über die tatsächliche Einheitenplättung. Man kann natürlich auch diese Lamer-Taktik machen und mit seinen Generälen einfach zur Piazza rennen, die einnehmen und dann für anderthalb Minuten irgendwie halten. Und dann gewinnt man auch dieses, dann gewinnt man auch so eine Belagerung. Aber ich glaube, das wäre noch unschöner gewesen. So war es ja halt nochmal ganz klassisch. Wir haben uns die Stadt hier geholt. Ein heldenhafter Sieg ist das, ne? Das ist doch... Das ist auch großartig, da habe ich mir sogar ein Replay von gespeichert. Belagerung Kaiserstadt, ne, habe ich es genannt, genau. Die Ordnung wurde wiederhergestellt. Genau, 1529 gab es einfach nur so flat für diese Schlacht. Und das ist natürlich hier verlockend für 135 Infamie, das Ding zu plündern und sich zurückzuziehen, ne. Da ich hier gesehen habe, wie man die KI so ein bisschen exploiten kann, habe ich gedacht, ey, kommt Leute, ich mache das, ich booste jetzt einfach mal ganz krass meine Infamie, hol mir den Haufen Kohle, den werde ich gut gebrauchen können für die Kriegsführung und dann versuche ich jetzt hier mal direkt wieder die Kurve zu kratzen und haue mit Swanze Richtung Norden ab. Also habe ich jetzt hier noch nicht gemacht, mache ich aber gleich. Genau, ich muss ein bisschen aufpassen bei seiner Armee hier unten im Süden, aber der steht da auf der anderen Seite des Flusses, der kann mich noch nicht erreichen, das ist eigentlich hier ganz gut. Ich kann nicht. Ja, jetzt muss ich noch diese Belagerung gegen die gelben Turbane machen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch mache. Ich gehe noch so ein bisschen durch die Einheiten durch, ich muss jetzt mal gucken, wie ich hier noch weiter... wie ich hier noch weiter zu Rande komme. Ja, die gelben Turbane, die haben mir noch ganz gut Verluste zugefügt, weil die erstmal alle wunderbar aus der Stadt rausgerusht sind. Und die Einheiten von denen sind halt auch echt nicht ohne. Insbesondere, weil ich hier ja keine starke, schwere Infanterie dabei habe. Also ich habe Speerinfanterie mit Schilden, aber ich habe jetzt keine Djern-Schwertwachen oder sowas, die man hier gut hätte gebrauchen können. Aber wir gewinnen das hier auch über die Moral, indem wir einfach einen Haufen Einheiten der KI platt machen. Und ihr seht, da flüchtet dann einfach auch ein großer Teil. Auch hier wichtig, der General, der einen Moral-Debuff hat. Und naja, Pyrrhus-Sieg reicht ja eigentlich hier auch im Grunde genommen. Oh Gott, das habe ich auch nicht gespeichert, oder? Das war es, glaube ich, jetzt... echt nicht so wert, ne? Auch hierfür gibt es wieder Infamie. Ein Tausender gab es, glaube ich, an Gold. Wir plündern und besetzen das. Für die 5 Infamie-Punkte. Ne, Stufe 1 Stadt, das ist natürlich schon gierig, ne? Da ist halt nicht viel los. Aber wir haben ja die Möglichkeiten hier, um die entsprechend neu aufzubauen und da haben wir jetzt auch keine Eile. Städte erobern wir nicht mehr, um das Einkommen zu steigern, sondern eigentlich erobern wir die nur noch, also doch eigentlich schon, um das Einkommen zu steigern. Wir erobern Städte jetzt eigentlich nur noch, um Räuberverstecke und Tributhallen zu bauen, weil alles andere in den Städten brauchen wir nicht mehr. Weil man sich ja auch so ein bisschen dafür entschieden hat, hier in diesem Spiel das Rekrutierungssystem zu ändern. Man braucht ja keine Gebäude mehr, um Einheiten zu rekrutieren, sondern man macht das jetzt ja alles über Tags und über Level der Charaktere. So dadurch hat der Stadtausbau ja auch eine andere Bedeutung gekriegt und man muss nicht mehr zwangsläufig Städte im Late Game ausbauen. Also man kann halt die fraktionsspezifischen Boni abgreifen und man sollte natürlich gucken, dass man so ein paar lukrative Provinzen hat. Insbesondere bei der Nahrung ist es halt wichtig, damit man die Städte halt auch gut ernähren kann, weil Nahrungsengpässe, die sind halt Pain. Ja, aber ansonsten muss man da, glaube ich, ansonsten gibt es da echt nicht so viel, ja, ansonsten gibt es da echt nicht so viel, wo man da jetzt sonst drauf achten müsste. Im Late Game relativiert sich das alles so ein bisschen. Ja, Swanjan
bot mir dann einen Frieden an für meine Kohle und irgendwie noch einen Haufen Geld und noch andere Sachen, die ich aber dann ja trotzdem rundheraus abgelehnt habe, weil mein Ziel war es hier auf jeden Fall, meine Infamie hochzupushen durch weitere Eroberungen seiner Städte, ne? Und das war der beste Weg, um an Infamiepunkte ranzukommen. Und dann, weil es ja so ein großer Spaß war, gegen diese Hüter der Erde zu kämpfen, oder Beschützer der Erde, ich muss doch mal den Namen gleich recherchieren, haben die mich gleich nochmal angegriffen in meiner Verteidigungsstellung. Und ihr seht hier auch noch einen weiteren Aspekt bei diesem Spiel, der mich halt unfassbar stört. Er belagert mich quasi eine Runde, also um genau zu sein, belagert er mich eigentlich null Runden. Aber dadurch, dass er mich erstmal belagert und dann den Angriff befiehlt, dadurch bekomme ich schon Verschleiß auf meine Einheiten. Das ist einfach unfassbar nervig, weil der Belagerungstick innerhalb der KI-Runde beginnt und nicht in meiner. Also ich kriege halt den Verschleiß schon in der Runde der KI und nicht in meiner Runde. Und ja, das ist so ein bisschen out of sync, könnte man sagen. Das ist ein großer Nachteil. Naja, okay, gut. Also, wir gucken uns mal diese Schlacht an. Zumindest in Ausschnitten. Ja, ihr seht hier bereits, dass ich meine Einheiten nochmal neu umstellen muss, weil ich bin hier von Wäldern umringt gewesen in meiner Festung und tatsächlich war das große Problem hier, dass ich die Einheiten von ihm nicht gesehen habe. Was ich hier übrigens auch mache, was ihr hier seht, das ist, ich habe seinen General vorher mal so ein bisschen angepiekst und habe dann mich dazu entschlossen, mit meinem Wächter hier einzugreifen. Und ich werde hier Lu Zheng noch in die Nähe versuchen zu bringen, damit sie den noch ein bisschen debuffen kann. Ich wähle hier Verteidigungsstellungen, die einerseits ja den Missile Block verbessern. Auf der anderen Seite sollen diese Verteidigungsstellungen aber auch noch ein bisschen mehr Abwehrmöglichkeiten bringen. Ich muss die Einheiten hier aber neu positionieren. Hier hinten kommen schon sehr viele Bewahrer des Himmels an. Und auch Verteidiger der Erde sind dabei, deswegen brennen hier bei mir schon überall die Mauern. Ich kann hier jetzt nicht mehr in die Kreisformation gehen, weil ich mich bereits im Nahkampf befinde. Hier kriegt der General einen Debuff, damit ich mehr Damage mache. Die Herausforderung von Zheng Zhang, die nehme ich natürlich gerne an, weil Zheng Zhang ist einfach so eine krasse Heldenkillerin und da sollte man die Duelle tatsächlich auch nutzen, um die gegnerischen Generäle auszuschalten. Hier natürlich so ein bisschen das Problem, Zheng Zhang hat ein bisschen wenig Hitpoints. Die hat halt schon Damage gefressen vorher. Und naja, da muss man so ein bisschen drauf achten. Ne? Die Äxte habe ich hier übrigens so in den Wald bewegt. Dummerweise vergessen, die Brandpfeile auszumachen. Deswegen zünden die hier auch noch alles an. Aber so hoffe ich, immerhin den gegnerischen Einheiten noch ein bisschen Damage zu machen, weil 5 Damage pro Sekunde gibt es, wenn man halt im Feuer steht für die Einheit. Allerdings glaube ich, dass die KI diesen Damage nicht bekommt, denn die steht eigentlich ganz gerne mal so mitten im Feuer rum und das scheint er immer relativ wenig auszumachen. Dann seht ihr übrigens, wie schnell Zheng Zhang den anderen Helden abgefrühstückt hat, obwohl sie deutlich weniger Hitpoints hat. Lu Zheng stürzt sich hier ins Gefecht, die hat fast keine Hitpoints mehr, aber was ich hier noch dazu sagen muss, Lu Zheng ist mir vorher echt so auf den Piss gegangen. Da gab es ein Event nach dem anderen, dass sie halt immer illoyaler wurde. Und ich habe mir halt gedacht, komm, wenn ich sie verliere, dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Deswegen setze ich Lu Zheng auch tatsächlich sehr offensiv ein für einen Strategen oder für eine Strategin. Wobei ich glaube, dass der Char, dass ihr Charaktermodell auch ein bisschen buggt ist, denn sie bringt nicht die typischen Boni, die so ein Stratege mitbringt auf Stufe 4 oder 7, was sie ja mittlerweile hat. Die ist relativ hochstufig. Oder Stufe 6. Keine meiner Einheiten kann Schildwall. Keine meiner Einheiten kann lockere Formationen. Und es liegt tatsächlich an der Lu Zheng. Die erlaubt diese Formation aus irgendeinem Grund nicht. Sie wird gehandhabt wie ein anderes Charaktermodell. Und ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwie vergessen hat, dass das vorher mal vielleicht ein Streiter gewesen sein soll oder so, und dass man tatsächlich vergessen hat, die als Strategin umzumodeln, obwohl sie den Skilltree einer Strategin hat. Aber das ist echt ein bisschen merkwürdig. Ja, hier überlege ich, ob ich nochmal hier debuffen muss.
Und dann können wir aber hier sehen, dass tatsächlich ein Großteil des gegnerischen Angriffs schon abgewehrt werden konnte. Insbesondere konnten wir ja die Generäle schon ziemlich dezimieren. Und jetzt gucke ich mir noch hier seinen letzten Helden an und versuche den auch noch Platz zu machen. Die 7500 Flächenschein, die sind einfach echt super, wenn man sich auch gerade mal überlegt, dass so ein gegnerischer Kommandant in der Regel 21.000 Hitpoints hat, ne, dann macht dann so ein heftiger Treffer damit, macht dann einfach schon so ein Drittel der Lebenspunkte weg. Das ist schon relativ mächtig. Ja, und jetzt versuche ich hier die gegnerischen Einheiten zu routen. Der Gen von ihm, der läuft ja auch weg. Wichtig ist sicher, das zu überleben. Yin Li hat hier den Sieg davon getragen und damit müsste eigentlich auch die Moral der anderen Einheiten so mehr oder weniger gebrochen sein. Yin Li übrigens auch ein unfassbar guter General hier, der viele Skillpunkte bekommen hat. Allerdings, wie gesagt, bedenkt bei der Tatsache, dass hier so viele Fähigkeiten noch nicht aktiviert sind, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, ist da tatsächlich, das ist die Lu Zheng. Die gibt keine Boni auf Formation, aus irgendeinem Grund. God knows. Na, stimmt es noch am Kollateralschaden? Sieht jetzt nicht so aus. Ich hätte nochmal mit Katapult hinterher schießen müssen. Ja, ich habe versucht, so viele Einheiten wie möglich platt zu machen. Ne? Ihr könnt es hier an den Kills auch sehen, wo es ganz gut geklappt hat und wo es nicht so gut geklappt hat. Bedenkt bitte dabei, dass wir nicht auf der maximalen Einheitenzahl spielen. Deswegen sind die Zahlen hier natürlich ein bisschen niedriger. Ja, und dann haben wir unsere erste große Verteidigungsschlacht gegen so eine OP-Armee eigentlich auch schon überstanden. Und ja, das war immer so ein bisschen schwierig hier zu überlegen, wenn man da jetzt exekutieren soll und wenn man da behalten soll. Also ja, tatsächlich, ich glaube, weil er Yuan Shao als der Wahlen hatte, da habe ich ihn exekutiert und weil er ein Item dabei hatte. Aber ja, die Items, tatsächlich, ich exekutiere die für die Items, damit man die bei der Diplomatie weggeben kann. Tatsächlich. Wobei es ja auch einen, es gibt ja auch einen Diplomatie-Malus, wenn man die Einheiten exekutiert, also nur mit den Fraktionen, mit denen sie halt befreundet sind, ja. Aber gut, okay, Leute, ne? Das war's dann erstmal. Ich sag vielen Dank fürs Zugucken, freue mich auf den nächsten Part mit euch und dann sehen wir noch mal ein paar Ausschnitte. Bis dann, sehe ich, macht's gut. Pax vobiscum, valete und zaijan. Tschüss.